Doll ist das nicht. Mit allen drei Freunden. Die Guinness-Dichte hier am Ort ist extrem hoch. Die Einfahrt soll aber nicht ganz ohne sein. Wir kommen gerade aus dem Chipshop. Viel Zeug gekauft. Zufrieden? Na, ich bin vor allem hier über die Ankerkralle bin ich echt glücklich, weil die ist zwar echt teuer, aber die ist halt gut, ne? Also wir haben uns immer geholfen jetzt bisher mit so einem Karabinerhaken, aber doll ist das nicht. Und wir hatten ja schon kräftig Wind, man kann sie gut abnehmen, das ist das Gute daran. Zurück? So, und du? Ganz schön große Mutterbrote liegen hier rum. Das ist richtig viel Geld. Und dazwischen so ein Toner. Also mit allen unseren Freunden zusammen könnten wir den segeln. Mit allen unseren Freunden zusammen, mit den Zweien? Mit Flo und Joschka, meinst du? Und Sebastian sind drei. Mit allen drei Freunden. Philipp und Annika und Lea noch dazu. Und den Thalas und siehste? Den Emmas. Und passt doch. Ja. Wir kriegen das Boot noch voll. Schön. Schönes Ding. Ab das Segel, dann weiß ich es nicht. Ja, wir sind in Vilamoura. Vilamoura ist Portugals größter Yachthafen. Das wussten wir auch nicht. 1300 Liegeplätze ungefähr. Es war Starkwind angesagt und wir wollten die paar Tage dann eher im Hafen bleiben. Dafür ist es auch okay. Vilamoura kann man gut mal so als Fluchthafen nutzen.
wir hatten das gar nicht auf dem Zettel, Vilamoura. Das ist auch keine deutsche Destination in dem Sinne. Die Pappdichte, also die Guinness-Dichte hier am Ort ist extrem hoch. Könnte daran liegen, dass diese Destination stark von Engländern genutzt wird. Und ich glaube, das ist auch so mit der Grund, weshalb wir das nicht auf dem Zettel haben, weil die Deutschen fahren halt nach Portimao und nicht nach Vilamoura. Das ist eine große, ordentliche, relativ moderne Marina. Die Sanitäranlagen sind gut. Das Personal ist sehr, sehr hilfsbereit. Die Preise sind auch in Ordnung. Es gibt einen wunderschönen Sandstrand. Es gibt einen Yachtshop, der ist recht gut ausgestattet. Und wenn der Chef da ist, auch sehr gut zu gebrauchen. Von den Auskünften her? Genau. Ansonsten, ja, es ist ein Touristenort. Also die ganze, das hier vorne ist, Promenade ist ein Restaurant nach dem anderen, ein Pub nach dem anderen. Also da kannst dich 3 Wochen lang durchfuttern und zwischendurch noch Flipflops kaufen. Also das ist so das, was es hier gibt. Und ganz viele Yachtbroker. Also es ist hier, also hier hinten gibt es einen Golfplatz, der muss sehr bekannt sein und hier ist auch viel Geld unterwegs tatsächlich. Sieht man jetzt hier nicht so richtig, vielleicht an der einen oder anderen Motorjacht, aber im Sommer soll man das hier noch viel mehr sehen, dass hier halt auch sehr viel Geld unterwegs ist. Morgen fahren wir dann Richtung Culatra. Das ist, glaube ich, einigen Seglern sehr bekannt. Das ist so der Ort in der Algarve neben dem Ria Guadiana, wo man hin muss, den man gesehen haben muss. Ja, morgen fahren wir dann weiter. Reicht auch. Wir sind circa vor einer Stunde in Vilamoura losgefahren, ein bisschen später als erwartet und steuern jetzt Culatra an. Wir haben halben Wind mit 10 Knoten und machen ein bisschen über 5 Knoten Fahrt. Das ist ganz angenehm. Wir haben Groß und Genua draußen und ja, fahren jetzt Culatra an. Culatra ist eine vorgelagerte Insel südlich von, ja, in der Nähe von Faro. Und soll sehr ursprünglich sein, Fischerort drauf sein, schönes Ankerfeld. Und wir haben die nächsten Tage wahrscheinlich relativ bis gar keinen Wind, also relativ wenig bis gar keinen Wind. Insofern eignet sich das ganz gut dafür. Und ja, ist ein ganz entspanntes Segeln, ist auch ein kurzer Schlag. Das sind nur so 18 Meilen bis zur Einfahrt. Die Einfahrt soll aber nicht ganz ohne sein. Die soll Verwirbelungen haben. Mal gucken, was das wird. In dieser Folge haben wir euch mitgenommen nach Vilamoura. Vilamoura ist ja ein bisschen weniger deutsche bekannte Destination, sondern eher eine britische Destination. Ich fand es sehr schön dort, einfach deswegen, weil es eine ganz andere Welt ist, mal wirklich Tapetenwechsel, ab von diesem malerischen Portugal.
Jetzt sind wir schon ein deutliches Stück weiter. Wir sind ja weitergefahren nach Kulatra. Kulatra, diese wunderschöne Insel mit der sehr ruhigen Ankerbucht davor. Da geht es das nächste Mal sehr spannend weiter mit Wracks und Fischereigeräten am Strand. Ja, ich habe noch mal was. Übrigens, lass mich mal. Das Rollgroß heißt Rollgroß, weil da so viel Gewicht im Mast ist, dass das Boot rollt. So. Ihr habt ja gesehen, wir haben unsere Longboards dabei. Wir haben ein Faltrad, mehr passt hier nicht drauf. Und wir haben einen, so einen City-Roller, kein E-Roller, sondern Fußbetrieben. Und der gibt jetzt gerade, hat jetzt den Geist aufgegeben, da ist die Achse gebrochen. Und jetzt würde mich mal interessieren, was habt ihr denn so an Bord, um euch an Land vorwärts zu bewegen? Weil die Longboards sind ja schön, aber wir haben ja in Lissabon, hatte Christoph Schreier schon gesagt, das funktioniert da nicht, weil da geht es ja, Lissabon geht ja ungefähr so. Oder ganz oft ist halt einfach der Bodenbelag so, dass man mit den Longboards einfach nicht vorwärts kommt. Was habt ihr so alles dabei? Mich würde das mal interessieren. Habt ihr alle nur Fahrräder oder was auch immer? Schreibt das gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also, schön, dass du bis hier dabei warst. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal und die Glocke, dann wirst du das nächste Mal informiert, wenn das neue Video rauskommt. Und auf Instagram und Facebook bist du immer ein bisschen näher dran und kannst gucken, wo wir gerade sind. Ansonsten freue ich mich, wie du vielleicht auch, auf das nächste Video und hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Also, bis dann. Bis dann.